Ein allerherzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Und heute gibt es eine weitere Folge vom Überlebensprojekt, aber ich bin nicht alleine und zwar ich habe den Creaky mitgebracht. Hallo, ja. Heute geht es, wie gesagt, in den Neta, wie schon oft auch im Livestream gesagt. Und wollen wir noch schnell schlafen gehen? In Neta ist ja eh nicht Nacht. Deswegen ist eigentlich egal. Ich würde das Portal anzünden. Ja. Und ja, es ist an. Let's go, ab in den Neta. Ich bin gespannt. Oh lol. Uff, meine allererste Neta-Tour. Alter, habt ihr schon viel gebaut? Alter, ich hätte nur für Inhaber einen gültigen Kampfausweis. Boah, geht's hier ab? Auch die Gas schon. Getränke, Neta-Bar, Speisen, Wasserflüssigkeit, Tagestrink. Steak, Patate, what the heck? Was ist das alles hier? Wenn ich fragen darf, was gibt's so? Die Neta-Bar. Und was ist der Tagestrink? Gibt's heute noch nicht. Und die Patate? Von Wasserflüssigkeit. Soll ich jetzt hier was kaufen? Ja, und was soll ich ihnen abkaufen? Was? Wasserflüssigkeit? Ah, okay. Wasserflüssigkeit. Dann da ein. Oh lol, das droppt nicht da drüber, warte. Soll ich ihnen Wasserflüssigkeit, Steak oder Patappen zubereiten? Ja, wäre sehr nett. Aber kommen Sie mal mit. Schauen Sie mal, was hier steht. Bei Vorlage eines Kampfausweises keine Kosten. Aha. Aha. Oh. Wow, er hat Dornen drauf. Er hat Dornen drauf. Ja. Warte. So. Wow, dieser Gast. Oh, holy shit. Alter, was habt ihr gemacht? Hallo, ich hab so gerade gebratenes Steak in der Hand. Wasserflüssigkeit ist hier. Nee. Wasserflüssigkeit ist ja draußen alles. Boah, der Gast, lul. So, und hier gibt's dann halt auch frische Milch, wenn du frische Milch möchtest. Ja. Ich denke mal, wo gibt's denn hier eine Festung? Hier. Uff. Guck, was hier draußen noch an dem Haus steht. Gas, muss leider draußen bleiben. Okay. Ist noch ein bisschen riskant der Weg hier, also muss ich noch ausbauen, noch sicherer machen. Eine Festung sehe ich aber tatsächlich gerade keine. Nee, die ist da in die Richtung ein ganzes Stück, also. Wollen wir da mal hinlaufen? Wir können da hinlaufen, aber es ist wie gesagt hier noch sehr unsicher. Ich würde dann lieber innen rumgehen, ja. Beziehungsweise außen rum. Gas müssen steht echt dran. Lol. Weil ja, ich bin ja hier auch, um etwas zu farmen. Und warum sind hier 70 Trilliarden Zombie-Pikmin? Weil du im Neta bist. Oh lol, das gibt so richtig geilen Stuff jetzt, wenn ich die alle kenne. Oh mein Gott, da hinten ist ein Geist. Scheiße, killen. Instant. Ich stehe im Wasser, im Feuer. Uff, Junge, was machst du? Bitte steh. Alter, der ist kaum im Neta und schon stirbt. Da bitte nicht angreifen, ja? Ich will das noch überleben. Ich bin nicht full dir. Geist. Wir brauchen, wie gesagt, vier Gasdrehen. Ja, eine könnte da schon runtergefallen sein. Ich kill die Viecher jetzt erstmal alle hier. Boah, Junge, du hittest die vor allem einfach so. Junge, wenn die mich angreifen, bin ich tot. Die gehen ja auf mich jetzt. Okay, achso, hab ich was, um mich hochzustecken? Oh, guck dir das an. Das sieht aus. Einfach 170 davon. Warte, ich schieß sie auch mal an. Mein Bogen killt halt One-Hit. Ah, mit dem Bogen reinballern. Am liebsten würde ich sie mit dem Schwert auseinandernehmen.
Jetzt gehen die alle auf mich. Alter, ekelhaft. Okay, du bist safe, aber da oben. Ja. Ey, das sind ja wirklich viel zu viele. Die waren das letzte Mal noch nicht da. Alles klar. Ich habe ja gestern die Bar gebaut, deswegen. Warum macht der Gast hier? Uff. Uff, Junge, Neta, uff. Ja, wenn der uns die Farm hinten wegsprengt bei den Kühen, ne, dann ist Ende für ihn. Wie viel da echt liegt. Die sind aber nach einer Zeit. Junge, juckt ihn gar nicht. Ey, das gibt ja so viele, ne? Ja, und auch Goldkram. Kann ich mich runterwagen? Ja. Eigentlich schon, ein bisschen weniger geworden. Ein bisschen. Du musst die halt instant killen, dass sie nicht erst Hilfe holen. Ja. So, Goldschwert, krankes Teil aller. Kannst dann, wenn das Inventar zu voll ist, das alles hinten im Lagerraum von der Bar ablegen, einfach. Jo. So, ja, ich habe dann noch etwas Quarz, Glowstone, was man halt eben so braucht, mir gefarmt. Und dann haben wir uns dazu entschieden, natürlich zur Neta-Festung zu gehen. Und der Weg dorthin war wirklich ziemlich gefährlich. Also Creaky hat dann nicht übertrieben oder so. Das war wirklich einfach nur ein 1x1-Weg über die Lava. Und genau, dann sind wir an Neta-Festung angekommen, haben dann natürlich ein paar Gas, Lohn, Routen noch gefarmt, was ich halt eben alles so brauche. Wir haben zwar keinen Lohn-Spawner mehr gehabt, aber ich konnte zumindest mir einen Braustand machen und alles, was ich sonst noch so aus dem Nether brauche. Und genau, das war dann sozusagen auch der Inhalt der heutigen Folge. Und jetzt viel Spaß. Oh, ist das ekelhaft. Oh nein, scheiße. Mit der Skelett neben mir. Ja, chill. Scheiße, ich brenne. Okay, auch intelligent. Muss Milch trinken. Mach das. Ich versuche nicht zu verbrennen. Okay, bin ich. Alles gut. Ich komme mit zu... Ich bin halt zwei von den Viechern. Ich helfe dir. Boah, das war ein krasser Schuss. So, jetzt links von dir, ziemlich weit links von dir, stand gerade so ein Lohnvieh. Und ich habe einfach von hier mit einem Schuss das Vieh gekillt. Nice. Wither Skelett, auch tot. Ey, was ist denn mit mir los? Ich sollte wirklich jetzt lieber PUBG spielen und Scharfschützen. Okay, pass auf, dass du da nicht hier runter in die Lava fällst. Uff, ja. Och, Junge. Wenn hättest du mich getroffen oder so. Okay, wollen wir sie stürmen? Ja. Und das Schwert. Achtung. Schwert mit Rückstoß ist halt hier echt gut. Pass auf, dass du nicht irgendwo krank runterfällst. Die Kisten habt ihr ja bestimmt alle schon locker gelootet. Ja, also ich habe jetzt noch nicht viele Kisten gefunden, aber die ich gefunden habe, sind auf jeden Fall jetzt leer. Vielleicht habe ich ein bisschen Zeug reingelegt, wo du dir eventuell noch eine Spitzhacke draus craften könntest, aber... Das wäre natürlich nice. Ja, das ist Kohle hier. Aber ich weiß halt nicht mehr, wo die Kisten waren, das war eben ein bisschen komisch. Und wo war der Lohnspawner? Holy Achtung, nicht runterfallen.
normale Skelette. Ja, auch ganz normal. Umgekloppt. Holy shit. Ende. Ja, dann. Ja, gibt's nicht weiter. Schauen wir mal hier weiter. Ne, okay. Gibt's auch nichts. Es könnte nur hier sein. Lohnsinner wären aber für mich jetzt eigentlich gerade wichtig. Ich hoffe, der Spawner ist noch da. Okay, den hat jemand abgebaut. Ah, ich hab zu wenig Essen mitgenommen, glaube ich. Ich hab ganz viel Essen noch. Achtung. YOLO. Junge. Kannst du was hochbauen, das ich droppen kann oder so? Meinst du, kannst du den Kessel an? Kessel, nee. Ach, wo bist du denn? Bau einfach Blöcke. Da bist du. So, nice. Danke. Über uns ist... Wetter-Skelett oder so? So ein Kram? Glück habe ich jetzt auch gerade keine mehr. Ich glaube aber hier war irgendwo eine Kiste. Verzaubertes Goldschwert, ich will es haben. Pass auf, ich komm. Ach, Junge. Hier ist auch Ende. Das gibt's ja nicht. Achtung, hier sind auf jeden Fall Skelette. Hörbar. Seid halt auch scheiße schnell, die Viecher. Von hier kam ich gerade rein. So, Pinning, was ist? Diese Spawner sind halt, glaube ich, eher mehr eigentlich oben drauf. Hier drüben ist auf jeden Fall eine Lohe einzeln. Gleich nice. Zwei davon gedroppt. Danke. Da könnten Spawner drinne sein. Und Netherwarzen, nicht. Oh, oh lol. Achtung, wird das Skelett? Skelette? Hast du Plünderung auf dem Schwert? Ja, hab ich. Hier gibt's sogar noch Warzen für mich. Nice. Dass er mir welche übrig gelassen hat. Ja, das glaube ich auch ein paar abgefarmt hier in der Ecke. Ja, aber da habe ich wenigstens halt auch noch was für meinen Bedarf. Was soll ist hier? Oh, hier sind noch mehr. Lol. Ja, warte, ich komm mal lieber mit runter, ob ich das wieder nehmen kann. Oder Gast. Oh, ist der Typ aggro? Achtung, die sind aggro auf dich. Oder? Mich? Jetzt kommt mit hinten eine ganze Menge, das war jetzt vielleicht. Oh lol. Holy. Ja, noch? Ja, sorry. Brauchst du. Okay, ist du lebst hoch? Noch. Dann kümmere ich mich kurz um den. Oh lol! Alter, ich, ja, sorry. Schaffst du es? Ja, okay, da hältst du durch. Alter, das mit diesem gegenseitigen PvP ist echt ekelhaft. Oh, der war knapp. Holy shit. Oh, und jetzt noch frei. Warte, ja, der hat eine Träne aus. Ja, ja. Hab sie. Also du hast heute echt schon gefressen. Oh. Feuerdinger. Greifen die mich an? Nein. Sieht nicht so aus, ne. Mach ich sie lieber schnell fertig, bevor sie sich's anders überlegen. Die
hier weg, du Ekelvieh. Ist eh keine Chance. Oh lol, Snipe-Hit von. Uff, jetzt wird's ekelhaft hier. Boah, ich habe so viel kranken Stuff. Ich würde vielleicht doch schnell in die Oberwelt gehen, das kurz mal ablegen. Und dann weitere Netherfestung suchen. Warte, dann kann ich noch nicht, du bist schon weg. Okay, dann komm ich. Oder wollen wir einfach. Oh lol, ich bin. Wo bin ich rausgekommen? Ich bin nicht in meinem Netherportal rausgekommen. Stimmt bei mir oder so. Keller. Ja. Ja, in der. Auch. Ja, wollen wir dann noch sozusagen das erstmal beenden und ins Ende? Ja, klar, kann man machen. Weil ich habe drei Lohnrouten. Damit ich brauche natürlich noch. Wir brauchen Gas drehen. Wie viel? Ich habe drei, wie gesagt, drauf. Wenn ich gehe ich nochmal kurz zurück ins Liter und gucke, ob ich noch abzähle. Ja, ich habe drei, ich habe drei. Bring die einfach mit. Und vielleicht machen wir auch kurz Pause und so. Also was trinken, kurz auf Klo und Flo fragen. Weil fürs Ende wäre cool, wenn der auch dabei wäre. Ja, oh, der ist ein Creeper in meinem Keller, ne? Also ich würde mich dann sozusagen mal eventuell kurz ausloggen. Und ja, dann mache ich das auch. Ja.